So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Final Fantasy 15. So, wie ich schon im letzten Part gesagt habe, wir machen die Froschmission. Da muss es hell sein und es muss regnen. Und ich habe gesagt, dass ich dorthin fahre. Bin ich auch und ich stehe auf einem Stein. Und wie man schon von der Musik her hört, hoffentlich, hört man, dass ich schon im Kampf bin. Ja, es regnet, es ist Tag und die Frösche sind von mir. So, der nächste und letzte Jägerauftrag da. Bei diesen Kollegen, was wir da immer wieder abgenommen haben jetzt, das wird der letzte sein. Und dann fahren wir aber nochmal zurück. Ja, ist eh klar. Und schauen, ob noch irgendwo anders Jägeraufträge sind. So, geh mal weg da. Geh hinter den Stein. So, die Lebenspunkte regenerieren sich da weiter schneller. Ich möchte jetzt da nicht wieder einen Heiltrank raushauen. Den Prompto schicken wir dann gleich los. Okay. So viel zu meinen Lebenspunkten. Sonst passt das für uns. So, geht schon. Mach einen Durchschuss bei der Scheißkröte da. Ja, Leiband. Ja, ich hab gedrückt, aber es hat wieder nicht funktioniert. Wieso kannst du das nicht so schnell nehmen wie die anderen? Ich habe schon wieder gedrückt. So, jetzt, das war jetzt ein Fehler von mir. Ja, viel Schaden aber. Ja, ja, danke. Alles cool, alles cool. So, geht schon. Durchschuss. Erwischt beide. Jawohl. Das ist mein Prompto. So, scheiß gestrübter. Moment. Oh, 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 oh. Jetzt sehe ich wieder, was passt. Ja, es ist halt scheiße. Tut mir echt leid. Eigentlich ist die Mission jetzt nicht allzu schwer. Was hilft denn gegen die? Ich mach. Entweder mache ich zu wenig Schaden oder. Ich brauche auf jeden Fall bessere Waffen. Ich habe zwar jetzt welche gekauft, ich habe sie nur noch ausgerüstet, aber das ist ja lächerlich, was die da anrichten. Die machen ja noch immer keinen Schaden. Ich sehe einen Scheißdreck. Ich kann die Kamera auch nicht drehen. Jetzt ein bisschen. So, von hinten, oder? Nein, es ist von vorne. So, geht schon. Und direkt in den Kopf, komm. Batz! Ja, die haben schon eine fette Panzerung, die Viecher. So, der steht in der Luft, sehr nice, sehr, sehr nice. So, durch beide durch, komm. Na, jetzt ist er wieder weggegangen, schade. Aber die eine Kröte ist schon mal kaputt. Wird Zeit, dass ich meine Fertigkeitspunkte weggib. Also, dass ich die Fertigkeitspunkte einsetze. Sehr gut. Geht's noch? Passt schon. Das nehme ich jetzt gerne in Kauf. Du schießt gleich mal drauf. Bitte triff. Sehr nice. Na, geh hin! Was besser aufnimmt. Wieso ist er jetzt nicht hingegangen? Ich hab drauf gedrückt. So, wie viel hast denn du noch? Nicht mehr viel. Ja, jetzt da. So bin ich halt. Ja, 31 haben wir jetzt schon. Hervorragend. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Und jetzt in ein flauschiges Hotelbett fallen. Spitzenidee! Gladio, nichts für ungut, aber heute kein Zelten. Schaut's mal. Da hinten sind noch welche, die holen wir uns auch natürlich gleich. Oh, da sind ganz viele. Oh, da sind ganz viele. So, geht schon. Ab geht's. Ich mach denen keinen Schaden.
Mache ich den Schaden? Das klar da. Cool, ein Bug. Hey, lass den Quatsch. War ein Ausrutscher. Cool, ein Bug. Vielleicht geht's da oben. Geil, das ist ein Bug. Der erste Bug, den ich da finde. Jetzt geht's. Jetzt geht's, jetzt kriegen's Damage. Achso, weil der Typ da auf der Ding steht. Wie heißt es? Auf der Straße. Deswegen ist das ein Bug. Eigentlich ist das eine Herde. Die gehört zusammen. Schau, seht ihr? Von dem Punkt an ist mir das eigentlich auch wurscht. Geht's mal weiter rauf da. So, jetzt gibt's ihn an. So, das war mal Nummer 1. Also irgendwas stimmt da nicht. Okay, Moment. Schon wieder? Lasst sie nochmal darauf kommen. Okay, gut, aber der Kommandobalken füllt sich. Von dem Standpunkt her ist mir das eigentlich jetzt auch wurscht. Den hole ich mal jetzt noch. Geht's ran? Geht's ran? Wieso geht das nicht? Das ist ja unfair. Wie lautet der Plan? Frontalangriff. Ich kann das. Na, okay, gut. Ich kann da leider Gottes nichts machen. Oh, jetzt! Jetzt greifen sie an. Pronto! Los geht's! Ich bin genau auf der Ding, wie heißt's? Lass dich von nichts aufhalten. Aber sie greifen ihn an. Wenigstens was. Sie machen wenigstens. Ich kann keinen Schaden machen. Sie machen wenigstens Schaden. Zwar langsam, aber sie machen einen. Ja, das ist, weil die Herde da verstreut ist. Also ihr seht, da drüben steht einer. Hinter dem Haus, jetzt da über meinen Kopf, sind glaube ich sogar zwei. Und da hinten ist noch einer. Die Herde ist zerstreut und das schafft der Computer irgendwie nicht umzusetzen. Deswegen kann ich ihnen auch keine Befehle geben. Jemand eine Idee? So Ignis, wie wär's, wenn du auch mal angreifst, hä? Bringt das Viech um? Der Kommandobalken ist voll, aber ich kann nichts damit aufführen. Na, vergiss das ist unmöglich. Das Viech kann ich umhauen. Auf das Viech kann ich losgehen, aber das da unten nicht. Ja, die wehren sich auch nicht. Ja, die nehme ich auch gleich mit. Ist besser als nichts. Na komm jetzt, steh auf. Du dich da raus teleportieren, du hast diesen scheiß Gestrüpp da! Batz! Sehr gut! So, das Lustige ist, dass noch irgendwo was sein soll. Und das sind halt die da, glaube ich, unten nur mal dumm rennen. Ja, gut, pfeif drauf, raus! Immer noch 300 Erfahrungspunkte dazu, aber ja. Was soll man tun? Ich kann das Viech. Ich kann es zwar angreifen, aber ich glaube, ich mache keinen Damage. Hey, lass den Quatsch! Na, es bringt sich nichts. Ich kann auch einsammeln und sowas. Na, es bringt sich nichts. Das ist ein Fehler. Die sollten da auch nicht auf der Straße immer dumm rennen. Na gut. Der erste Fehler hier. So. Ja.
Ich glaube ja, das war jetzt die letzte von ihm. Aber es gibt ja noch einen anderen. Mal schauen, ob der noch irgendwas hat. An Nebenaufträgen. Ich möchte so viele machen wie möglich. Ladevorgang, Ladevorgang. Der herrliche Ladevorgang. Komm jetzt. Gib Gas. Geht ja. Da wir. Jo. Wie angenehm, andere Leute zu sehen. Wirklich sehr schön, ja. Das Auto ist nicht sehr schön. Das ist nur immer hier. Und ich springe wie ein Frosch. Was? Toll. Habe ich irgendwo da interagiert? Frage ist halt wo. Ja, die haben es gemütlich da auf jeden Fall. So. Herzlich willkommen. Servus, grüß dich. Schön, dass ihr es heil überstanden habt. Finde ich auch. So, haben wir schon 32.000. Sehr gut. Möchtet ihr was trinken? Nein. Wärt ihr so gut? Nein. Herzlichen Dank. Kein Problem. Beehrt uns bald wieder. Auf jeden Fall. So. Nein, 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 nein. Wenn wir nämlich das aktivieren, jetzt nehmen wir eine andere da, irgendeine, mal wurscht. Nämlich wenn wir das aktivieren, kommt gleich die Cutscene, das weiß ich auch noch. Da habe ich meiner Freundin zugeschaut. Und wenn ihr, wenn ihr das auswählt, also die Hauptmission, und reingeht in diesen Hotelbereich da, dann wird automatisch die Hauptquest gestartet. Deswegen, wenn ihr nicht weitermachen wollt mit der Hauptquest, einfach deaktivieren und dann sollte es eigentlich wieder normal vorangehen, indem man einfach das nimmt, was ihr euch ausgewählt habt. Nämlich da vorne ist, glaube ich, noch ein Geschäftstyp. Ja. Und bei dem fragen wir jetzt auch nochmal nach, ob er auch noch einen Jägerauftrag hat für uns. Geht's mir aus dem Weg? Nein, nein, du brauchst das nicht in die Hand nehmen. Wir kaufen uns das nicht. Diese Pfefferoni. Nicht Pfefferschoten. So. Willkommen. Willkommen. Ja. Na, was kann ich euch heute Gutes tun? Na bitte, der hat noch zwei für uns. Kampf um den Thron und Kopf hoch. Okay. Natürlich nehmen wir zuerst die schwierigere Aufgabe. Also dann, ich zähle auf euch. Jupp, ich hoffe, dass du gut auf uns zählst. Kannst du ein bisschen Geld wetten, wenn du willst. Ich gewinne sicherlich. So, auf zum Auto. Und dann fahren wir gleich... auch gleich wieder zum nächsten Jägerauftrag. Dann sind wir eigentlich da oben dann komplett fertig. Nachdem noch einmal, ich mache jetzt da beide Jägeraufträge da, würde ich mal vorschlagen, damit wir da oben fertig sind. Und dann fahre ich ja von Stadt zu Stadt und schaue, ob noch irgendwo was zu machen ist. Damit wir halt noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Ja, das ist gut. Damit wir halt noch hier ein bisschen Erfahrungspunkte sammeln, damit wir halt dann viele Level steigen. Ich glaube, 40.000 habe ich schon. Oder sowas im Bereich. 30.000, 40.000. Ich glaube, aber ich glaube, ja, passt schon. Es ist eh wurscht. Ich glaube, wir sind schon über 30.000. Können wir ja danach schauen. Aber jetzt einmal dorthin. Bewegung. Das ist ja eh gleich da in der Nähe, Gott sei Dank. Gleich hinter uns. Ja, sehr gut. Und wenn wir schon mal dabei sind, diese Mistviecher da auszurotten, holen wir uns die auch gleich. Die Jagdsaison ist eröffnet. Bist du gerade? Du hast nichts gesehen. Du hast nichts gesehen. Schau, schön geblockt. So, jetzt bin ich mal dran da.
Boah, so, Alter, da geht's gleich. Von Gladio mit dem Schwert mitten auf die Rübe, Alter. So, komm, 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 mach Schaden. Stirbt mir gar nicht. Was besser aufnimmt. Und boom. Zertrümmerung, Alter. Very nice. Na, das brauchen wir jetzt nicht, da ist eh gleich hier. Du bist ja richtig in Fahrt. Kinderleicht. Na, 32. 40 noch lange nicht. Okay, so, wir werden mal die Fertigkeiten da weiter ausbauen. Und zwar möchte ich mal auf Erkundung gehen. Genau, nämlich da gibt es so eine geile Ding. So, Moment. Gewährt FP für den Zurücklegen bestimmter Distanzen im Regalia. Also, das ist schon mal gut. Nämlich, wenn ich mit dem Regalia fahre, bekomme ich Fertigkeitspunkte dafür. Das nehmen wir uns mal auf jeden Fall. So, jetzt gehen wir wieder zurück auf Kampf. So, was haben wir denn da? Bei einem perfekten Block wird eine kleine Menge MP regeneriert. Kostet nur 32, das passt auch. Was haben wir da oben? Das kostet 99. Erhöht Nocts MP um seine Stufe. Das nehmen wir uns auch gleich. Das kostet 32. Automatisches Ausweichen verbraucht noch weniger MP. Das nehmen wir uns auch gleich. Was haben wir da? Das kostet 24. Ermöglichte, was? Das Zertrümmern von Sichereinzelteilen durch Warp-Angriffe. Gekauft. Was haben wir da? Erhöht den Schaden von Warp-Angriffen immens. Gekauft. So, jetzt habe ich noch 37 Punkte. So, jetzt schauen wir mal, ob da noch irgendwo was gibt. 6 Punkte. Ermöglicht nach dem Angriff in der Luft einen, was? Einen Schritt in die gewöhnliche Richtung um... Was ist das? Verbraucht MP? Was? Das verstehe ich nicht. Ermöglicht mit den Kombinationen Warp und... Was? Sprungangriff-Attacken auf weitere Entfernten... Ja, okay, gut, das ist auch nicht so schlecht. Team. Aber ich glaube, da gibt es auch nichts. 333, 99, 64... 24. Großschwert. Führt einen Angriff auf einen Gegner aus... Den Noctis gerade abgeblockt, um zum, was? Um ihn fortzujagen? Ah ja, genau, das Thema hatten wir ja schon mal. 99, 64. Okay, Statuswerte. 16. Erlaubt das Anlegen von 2 Accessoires für Prompto. Das kaufen wir doch gleich, oder? So, und das ist 3 Accessoires, genau. Und das ist auch 3. Und das ist auch 3, oder? Ja. Was haben wir da? Erlaubt das Anlegen von 3 Accessoires für Noctis. Aber da brauchen wir auch 303. Also das ist schon brutal. 333 für all das. Das ist brutal. So, was haben wir da? Das kostet 99, 99, 99, 99. Okay. Gewährt Erfahrungspunkte fürs Zurücklegen. Ah, okay, gut. Da kriege ich auch Erfahrungspunkte, oder was? Wenn ich mit dem Auto fahre. Das ist nicht schlecht. So, Magie ist mir eigentlich wurscht. Heilung, da haben wir ja noch gar nichts. So, erhöht die LP und MP-Regeneration in Deckung. Mache ich zwar nicht allzu oft, kann aber nützlich sein, oder? So, 24, 24, 24. Was haben wir da? 20. Okay, gut, das war's. Jetzt haben wir wenigstens mal die Fertigkeitspunkte da weggelegt. Und jetzt holen wir uns die Scheißviecher, würde ich sagen. Die können nämlich fliegen. Wie ich das jetzt gesehen habe. So, mein Auge erspäht nichts. Oh ja, da. Direkt vor mir. Die holen wir uns. Das sind 4 Stück. Lust auf etwas Leibesentschuldigung? Das höre ich gern. Ja, ich freue mich schon, wenn wir so richtig tollen Schaden machen. Dafür brauchen wir aber nochmal... Noch halt den Schub halt. Dafür die Erfahrungspunkte, die ich jetzt sammle. So, alles cool. Na komm. Na gib bitte. Na dann schieß halt drauf. Der Typ lässt mich nicht wirklich daran. Fatz. Aber jetzt. Zack, zack. So, da... Warp-Angriff, ja, der hat es jetzt schon ziemlich in sich.
Das ist nicht schlecht. So, 33.000 haben wir jetzt schon. Ja, besser als nichts. Gehen wir da weiter. Ich schaue, ob es irgendwo noch Gegner gibt, die wir mitnehmen können. Na, wir sind schon im Bereich. Okay. So, ruhe dich mal kurz aus. Da vorne sind sie schon. Na, dann gehen wir's an. Na, dann mal los. Das könnte ein bisschen dauern, auch wenn es nur drei sind. Ja, die sind Stufe 38, die haben es ordentlich in sich. Schön geblockt. What? Und geht schon. Prompto, wo ist er? Jetzt da. Sehr gut, du hast getroffen. Das ist viel wert in dem Spiel. Gott sei Dank. So, Moment. Bevor die da alle down gehen. Ich nehme es auch gerade, da hinten sieht man es. Ich habe es gerade genommen und jetzt hat er mich auf einmal runterpötzt. Wie viel Damage hat denn der jetzt gemacht? 20 Millionen oder was? Und feuerfrei. Bang, bang. Sehr gut. Na schön. So, das war auch schön. Zack. Ja, das hat sich jetzt nichts gebracht. Weil das Scheißviech in der Luft ist. Ja, geht's auf das los? Das ist in der, das ist am Boden. Ach Gott, Gladio. Keine Sorge, ich kümmere mich drum. So, Moment, ich geh schon zu Ignis. Vielen Dank. Wie schmeckt dir das? Gib ihm, Alter. Ich hab. Alter. Roger. So, heilt euch. Heilt dich auch noch. Sonst war's das für uns. Und ab geht's. Was ist mit dir? Wieso bist du jetzt schon wieder down? Schieß auf das Scheißviech jetzt. Und putz. Ich hab. Oh, mehr als das ich drück, kann ich nicht. Danke. So, schieß runter vom Himmel. Unglaublich. Unglaublich, was die Viecher mit mir machen. Unglaublich, wie lange Noctis braucht, um aufzustehen. Kann man da auch irgendwas kaufen, damit das schneller geht von der Hand? So, das Scheißviech hat sich regeneriert. Na, hat's eh nicht. Also ich bin vergiftet. Da komme ich aber früh drauf, oder? So, Phönixfeder, Ignis. So, und du nimmst einen Heiltrank, bitte. Und du auch gleich. Heiltränke kosten eh nichts. Aber einer ist schon weg. Das ist viel wert. Ich hätte mir gar nicht gedacht, okay, jetzt habe ich keine MB mehr. Rauf da mit dir. Unglaublich. Ich pack's nicht. Wie mich die Viecher zerstören. So schwer habe ich, wirklich, so schwer hätte ich mir das nicht vorgestellt. Das war echt knapp. Du bist der Einzige, auf den ich da irgendwie setze, dass er trifft. Noch beschwichtiger.
Selbst nicht einmal mit Feuer. Igles! Mit Vergnügen! Leg los, Bronco! Immer schön! Starker Gegner! Jetzt da! So, der letzte! Geld auf ihn ausgesetzt! Geht doch! Das war knapp. Das war hart. Ja, ich krieg keine. Ist geschafft. Ich krieg keine geschissenen Fertigkeitspunkte zusammen. Mein Chocobo ist auch wieder weg. Den habe ich auch so gut wie nicht genutzt. Ja, okay, gut, ich bin doch gestanden bei den Kröten. Urlang bin ich gestanden. Nockt, da oben! Feinde! Wo? Danke. Ja. Sehr gut. Erfahrungspunkte. Komm. Kommt's raus da? Komm. Ja. Gut. Bots. Schon wieder einen ausgenockt. Willst du uns so über deine Stärke beweisen? Wie? Und runter, sehr gut. Danke für den Tipp. Alles cool. So, war es das? Nochmal 300 dazu, ja, besser als nix. Okay, da ist wieder was. War ja auch ein harter Kampf. Wo? Ah, na, nicht schon wieder sowas. Es war nur einer. Na toll. Na, ja, besser als nix. Am Fertigkeitspunkt habe ich auch gekriegt. Ja, passt schon. So, was habe ich gesagt? Ich werde beide reinhauen. Ich glaube, das wird sich wieder mal nicht ausgehen von der Partlänge her. Ja, das heißt, wir werden hier wieder Partende machen. Ich fahre wieder zurück. Werde die Quest abgeben und die neue Quest halt wieder annehmen. Obwohl, da können wir hier noch eine Schnellreise machen. Das heißt, wir beenden den Part dann gleich. Bei diesem komischen Heinzi da. Eine Quest hat er ja noch für uns, die machen wir ja natürlich auch noch. Und danach, ich weiß noch nicht, was wir danach machen. Ich will mit der Hauptquest noch nicht weitermachen. Es gibt ja noch ein paar Fragezeichen, da werde ich aber dann, glaube ich, selber hinfahren. Oder zumindest einen Cut setzen. Oder schauen, dass eine Schnellreise irgendwie möglich ist. Schauen wir mal. Ich weiß noch nicht, lassen wir uns mal überraschen. Wie ich das mache? Umgeben von Zivilisation schläft es sich besser. Nichts gegen Übernachten in der Wildnis. Aber sicherer ist es hier allemal. So, einmal den Kreis herum. So. Wir sind gleich da. Essen werden wir auch was, glaube ich. Nämlich der Prompto ist ziemlich angeschlagen, wie man da unten sieht, rechts. So, da gehen wir nicht lang, da müssen wir davor. Du verkaufst nur lauter Dreck, was mich nicht interessiert. Sollte man das abgewöhnen mit den Springen, glaube ich. Ich weiß aber nicht, ob er sich wirklich schneller dadurch fortbewegt. Es kommt mir irgendwie so vor, dass er sich schneller durch Springen fortbewegt. Da? Ich glaube schon. Also hier drinnen auf jeden Fall. Na, du sollst nicht reden. Was willst du denn jetzt schauen da? Toll.
So. Hallo auch. Servus. Schönen Dank. Kein Problem. So, ein Mega-Phönix haben wir dafür gekriegt. Sehr gut. So, und einen, wie gesagt, hat er noch. Ihr habt sicher Hunger. Was darf's? Ah, Hunger, so lala. 31. Weiß ich zu schätzen. Perfekt. Deckt euch mit Heiltränken ein. So. Dann fahre ich noch dorthin. Das ist eh nicht so weit weg, nur 700 Meter. Und dann werden wir uns dann dort sehen, wenn ich halt dort bin. Hahaha. Geht's weg da? Aus dem Weg! Der Prinz kommt! So. Und runtergesprungen hier. Sehr nice. Komm, beweg dich. Ach Gott, jetzt steht's wieder auf der anderen Seite. Na, es steht oben. Na, es steht dort unten. Okay, passt. So, kann ich da eine Schnellreise hinmachen? Schauen wir gleich mal. Ja, das geht. Und ja, wie gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich dort bin. Ich bedanke mich wie immer ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's das gut. Tschüss, Baba. Euer Herzfehler.